Hallo zusammen. Was macht eigentlich einen inklusiven Spielplatz aus? Hier ein Beispiel. Natürlich ist ein wichtiger Punkt die Zugänglichkeit. Sprich, kann ich denn überhaupt das Spielgerät bequem erreichen? Oft hindert einfach der Fallschutz wie Sand und Riesel, gerade wenn man eben mit einem Rollstuhl oder mit Krücken unterwegs ist, kommt man eigentlich gar nicht hin. Ein Lösungsansatz wäre zum Beispiel ein Steg mit Radabweisern, was wir hier auch sehen. Dementsprechend muss aber das Spielgerät angepasst werden, denn da, wo natürlich der Steg ist, fehlt der Fallschutz. Und wir brauchen eine nicht überkletterbare Brüstung in diesem Bereich. Das sieht man hier auch an dem Spielturm. Der Steg ermöglicht aber ein Eintauchen in den Turm, ein Mittendrin statt nur dabei Gefühl. Also sprich, man ist wirklich am Geschehen mit dabei und dadurch, dass der Steg auch länger ist und auf einer anderen Seite wieder rausgeht, bietet es eine gewisse Vielfalt. Der Steg kann auch aufgewertet werden mit unterschiedlichen Spielelementen. Hier haben wir zum Beispiel eine Maltafel, um sich einfach mal kreativ austoben zu können. Natürlich kann man auch andere motorische Spielelemente, Fühlelemente mit einbringen. Ihr habt Fragen? Dann meldet euch einfach bei mir unter der Nummer 0176 211 11 056. Eure Veronika.